Hi, ich bin Lela, eine der jungen Festivalbloggerinnen und ich interviewe heute Laurens Perol zu dem Film Practice. Hallo. Worum geht's in dem Film? Practice, wie man hier das Plakat aussieht, oder Oöve, der norwegische Titel, handelt von einer 18-jährigen Trompeterin, Trine, die 1500 Kilometer durch Norwegen trampt, weil sie sich weigert zu fliegen. Und der Grund, warum sie überhaupt so eine lange Reisestrecke hat, ist, dass sie ein Vorspiel hat, zu dem sie eingeladen wurde in Oslo, im Süden von Norwegen, in der Oper. Eine ganz große Chance für sie, weil sie eine Trompete spielen. Und da sie aber aus Umweltgründen sich weigert zu fliegen, hat sie, weil sie lebt auf den Lofoten in Nordnorwegen, diese Herausforderung, wie sie zu diesem Vorspiel kommt. Und sie beschließt dann eben zu trampen, um ihre Prinzipien aufrechtzuerhalten. Und der Film handelt von ihrer Reise und ihrem Üben auf dem Weg und den Herausforderungen, die sie so alle bekämpfen muss auf jeden Fall. Du bist ja auch nach Lübeck getrampt. Was für Erfahrungen hast du dabei gesammelt? Genau. Ich habe mir so ein bisschen vorgenommen als Regisseur, dass ich das, was im Film ist, auch ein bisschen nach außen mitnehme und bin deswegen schon zur Weltpremiere in Norwegen getrampt. Da bin ich 2000 Kilometer tatsächlich getrampt, weil ich in der Nähe wohne, wo die Geschichte startet. Und das Festival war in Haugesund, das ist auch eines von diesen, das da hinten erwähnt ist. Auf jeden Fall, da war ich 5 Tage unterwegs und dann habe ich es jetzt eben auch für Lübeck gemacht, dass ich von Stuttgart aus getrampt bin. Ich komme ursprünglich aus Stuttgart und war dann im Besuch in Stuttgart und dann bin ich einen ganzen Tag lang, ich glaube dann 12 Stunden unterwegs gewesen, bin da hochgetrampt. Cool. Und wie waren die Menschen so? Und die Menschen waren super nett. Es ist immer super aufregend zu trampen, weil man halt Leute trifft, man kann es nicht vorhersehen. Und es war ein Pärchen, die haben mich mitgenommen, 5 Stunden lang, unglaublich nett, und die haben Sachen mit ihr geteilt, sogar ihr Essen so total lieb, weil ich hatte kein Essen mitgenommen, weil ich dachte, dass ich gleich wieder irgendwie so rausgelassen werde. Aber dann sind sie halt 5 Stunden gefahren und haben dann sogar ihre Käse mit mir geteilt und so. Und das war total toll. Und aber auch andere Menschen, die so, zum Beispiel ganz spannend war ein Fahrer, der hat mich bis ins Kino dann am Schluss gefahren, der war ein Lübecker Einwohner. Und der hat mich mit so einem ganz dicken Auto mitgenommen. Und der hat erzählt, dass er eine schöne Tochter hat, die eben auch in der letzten Generation ist in der Vereinigung. Und deswegen war das super spannend, weil das bei denen auch so ein bisschen diese Thematik war, die eben Trine so verkörpert. Schön. Und wo soll es noch mit dem Film hingehen? Ja, also mit dem Film geht es jetzt erstmal hier, das sind die ersten Vorführungen noch, die sind echt sehr, sehr gut besucht. Und da freuen wir uns echt riesig, weil das ist so das Tollste als Regisseur, dass du siehst, Menschen interessieren sich wirklich für was man gemacht hat. Und dann geht es nächste Woche nach in die Niederlanden. Da ist auch ein Festival, was ein bisschen auf den nordischen Film sich fokussiert. Und dann haben wir noch ein Festival in Norwegen, Anfang des Jahres, nächstes Jahr. Und dann glaube ich, dass noch das eine oder andere dazukommen wird. Und dann vielleicht auch noch ins Kino, da arbeite ich gerade dran. Und wirst du da auch hintrampen? Ich versuche, so viel es geht, aber ich nehme auch viel den Zug. Also es ist jetzt für mich nicht so, dass ich nur trampe. Das ist mehr auch so eine Aktion, dass ich dann so für besondere Anlässe mache. Aber es ist schon auch viel andere Verkehrsmittel oder vor allem dann Zug. Und dann nehme ich zum Beispiel den Nachtzug dann nach Wien, von Wien. Ich wohne jetzt mittlerweile in Wien und nehme den dann nach Amsterdam. Das ist total cool, voll entspannt so im Zug zu schlafen. Ich liebe das, sind auch tagsüber auch zum Zureisen da und zu arbeiten. Ja. Wie bist du auf die Idee gekommen zum Film? Weil du ja auch selber getrampt bist und dann ja auch was mit der Hauptperson gemeinsam habt. Wie bist du auf die Idee gekommen? Also auf die Idee bin ich gekommen, dadurch, dass ich eben dieses Dilemma, die sie im eigenen Körper so spürt, total gut kenne und nachvollziehen kann. Als Regisseur muss man unglaublich viel reisen, super viel, verschiedenste Länder und verschiedenste Anlässe, Festivals zum Beispiel, ist aber auch über eine ganze Produktion weg. Und deswegen kenne ich das sehr gut, dass es so dieses Gefühl, ich will eigentlich mich weiterentwickeln und Netzwerke aufbauen. Aber andererseits habe ich diese Verpflichtung, die ich irgendwie spüre, der Gesellschaft gegenüber oder unserem Planeten. Und das ist so der Ursprung gewesen. Und dann sind aber auch Themen drin, die mich eben sehr bewegen oder die mich sehr interessieren, eben üben. Das war so, was ich sehr gut kenne. Ich habe 10 Jahre selber Trompete gespielt. Cool. Und das dann so mit reingenommen. Ja. Schön. Vielen Dank für das Interview. Es hat mich sehr gefreut. Gerne, hat mich auch voll gefreut. Und wenn ihr noch mehr solche Videos sehen sollt, dann guckt doch mal auf dem Kanal und abonniert vielleicht. Und vielleicht sehen wir uns dann ja mal wieder.